Ja, wir haben die lineare Algebra jetzt hinter uns gelassen und wollen uns Aufgaben der Analysis zuwenden. Und beginnen möchte ich mit der Interpolation. Und die Grundidee dabei ist einfach, Sie haben eine unbekannte Funktion f und diese Funktion haben Sie an einigen Stellen x0 bis xn, den sogenannten Stützstellen, ausgewertet. Und da sind Werte y0 bis yn rausgekommen und Sie suchen eine Approximation an die Funktion. Das ist die Grundaufgabe. Das heißt also, wir suchen eine Funktion p mit der Eigenschaft, dass p von xi gleich yi ist, die also an den Stellen xi mit der vorgegebenen Funktion mit der unbekannten Funktion übereinstimmt. Wir werden in diesem Kapitel immer voraussetzen, dass diese Stützstellen paarweise verschieden sind. Das heißt, das werde ich häufiger mal vergessen hinzuschreiben. Die Stützstellen sind in diesem Kapitel immer paarweise verschieden. Okay, in dieser Allgemeinheit macht das Problem nicht allzu viel Sinn. Typischerweise werden wir annehmen, dass p ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Und da möchte ich zunächst nochmal diesen Polynomraum Pn einführen. Das sei eben genau der Raum der Polynome vom Grad kleiner gleich n. Mit anderen Worten, die Aufgabe der Polynominterpolation ist, wir suchen ein p-Element Pn mit der Eigenschaft, dass p von xi gleich yi ist für i gleich 0 bis n. Sie werden wahrscheinlich sagen, ja, das haben wir doch schon mal gesehen. Ja? Also da war doch was bei den über- und unterbestimmten Gleichungssystemen korrekt. Ja? Also da haben wir genau diese Aufgabe auch betrachtet. Aber da hat uns der Fall interessiert, dass die Lösung nicht eindeutig ist, dass wir entweder unendlich viele Polynome haben oder überhaupt kein Polynom haben. Ja? Denken Sie an diese Ausgleichsgeraden. Das heißt, hier betrachten wir jetzt wirklich den Fall, dass es genau ein Polynom gibt, nämlich dass tatsächlich das zugehörige Gleichungssystem eine eindeutige Lösung hat. Ich erinnere Sie nochmal, was wir damals genau gezeigt haben. Also erstmal unser Polynom vom Grad kleiner gleich n setzen wir an als p von x gleich a0 plus a1x und so weiter plus anx hoch n. Und ja, dann wir wollen an den Punkten xi die Werte yi rausbekommen. Das heißt insbesondere an der Stelle x0, da soll y0 rauskommen. Und ich halte die Gleichung y0 gleich p von x0 gleich. Und jetzt setze ich das x0 hier vorne ein. a0 plus a1 x0 und so weiter plus an mal x0 hoch n. Okay, das heißt, das bekomme ich natürlich nicht nur für 0, sondern das bekomme ich für alle xi von i gleich 0 bis n. Wenn ich das in ein Gleichungssystem packe, genau das haben wir damals gemacht, dann bekommen wir so eine Matrix 1, x0 und so weiter bis x0 hoch n. Dann hier 1, x1 und so weiter bis x1 hoch n. Das heißt, hier stehen diese ganzen xk hoch j mal den Vektor a0 bis an ist gleich y0 bis yn. Für den Fall, dass diese Matrix hier vorne quadratisch ist, das heißt also, wir betrachten den Polynomgrad groß n und wir haben n plus 1 Stützstellen, dann nennt man diese Matrizen auch van der Mond-Matrizen und die sind dann natürlich eben quadratisch. Okay, ich behaupte, diese van der Mond-Matrizen sind invertierbar. Und das ist natürlich äquivalent dazu, nach dem, was ich gerade gesagt habe, dass das Interpolationsproblem eindeutig lösbar ist. Denn ja, dann liefert mir das hier genau eine eindeutige Lösung. Und zu jedem Satz von Stützstellen und Stützwerten, das heißt, es gibt ein eindeutiges Polynom, das diese Gleichung, das Interpolationsproblem löst und umgekehrt. Okay, gut, also wir zeigen den Teil hier vorne, dass das Interpolationsproblem eindeutig lösbar ist und daraus folgt natürlich sofort, dass die van der Mond-Matrizen invertierbar sind. Also erstmal die Existenz zeigen wir mit einer Idee von Lagrange. Und wir betrachten zunächst mal dieses Polynom hier vorne, Produkt k ungleich j x minus xk für ein j zwischen 0 und n. Okay, was ist das hier? Zunächst mal, da stehen diese ganzen Linearfaktoren x minus xk. Und das k geht natürlich von 0 bis n, k ungleich j. Das sind eigentlich n plus 1 Linearfaktoren, aber den j habe ich rausgenommen hier vorne. Das heißt, das sind insgesamt n Linearfaktoren. Wenn ich die aufmultipliziere, steht hier vorne auf jeden Fall mal ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Das heißt, dieses Polynom hier vorne liegt tatsächlich in Pn.
Okay, was sind die Nullstellen dieses Polynoms? Naja, also die ganzen Linearfaktoren stehen ja da. Ja? Also die Nullstellen sind natürlich diese ganzen xk mit k ungleich j. Ja, das j haben wir ja rausgenommen, aber die anderen sind natürlich alle Nullstellen. Was kommt an der Stelle xj raus, die wir rausgenommen haben? Ja, natürlich brauche ich nur einzusetzen. Ja? An der Stelle xj steht ein Produkt k ungleich j, xj minus xk. Und das ist ungleich 0 natürlich, denn wir haben vorausgesetzt, dass die xks alle paarweise verschieden sind. Ja, damit ist aber auch sofort klar, wenn ich hier vorne dieses Polynom nehme und durch diese Konstante teile, die ja ungleich 0 ist, und das Ganze wj nenne, dann gilt für dieses wj erstmal, es ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n, denn das hier war ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Und es gilt, wj von xk ist, naja, entweder ist es 0 für k ungleich j, haben wir gerade gezeigt, die sind ja alles Nullstellen, oder es ist 1, wenn k gleich j ist, dann steht hier nämlich gerade Produkt k ungleich j xj minus xk geteilt durch das Produkt von xj minus xk und das wäre 1. Okay, und dieses Ding hier vorne, das nennen wir auch gerne Kronecker Delta mit dieser Definition, die da steht. Okay, dann betrachten wir das Polynom P, Summe j gleich 0 bis n, yj, wj von x. Zunächst mal, diese wjs hier vorne sind alle Polynome vom Grad kleiner gleich n. Hier steht also eine Linearkombination von Polynomen vom Grad kleiner gleich n. Das heißt, das P ist auch wieder in Pn ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Werten wir das mal aus an der Stelle xk. Dann kommt da raus die Summe j gleich 0 bis n, yj, wj von xk. Naja, aber wj von xk, da haben wir gerade gesehen, das ist Delta kj. Ja, und das schreibe ich hier einfach mal hin. Also Delta kj. Okay, Moment mal, aber dieses Delta kj hier vorne, das ist immer 0, außer wenn k gleich j ist. Das heißt also, das Einzige, was von dieser Summe hier vorne überbleibt, ist das yk. Mit anderen Worten, es gilt p von xk ist yk und das heißt also p ist Lösung der Interpolationsaufgabe, denn es liegt in Pn und es gilt p von xk gleich yk für k gleich 0 bis n. Okay, gut, das heißt also, wir haben schon mal, es gibt immer eine Lösung und ein bisschen mehr als das. Wir können diese Lösung sogar konstruktiv herleiten. Wir brauchen nicht ein Gleichungssystem oder so zu lösen, sondern wir können tatsächlich diese Interpolation explizit angeben mit einer Formel, nämlich mit dieser Formel von Lagrange. Zeigen wir noch ganz kurz, dass das Ganze auch eindeutig ist, dass es keine zwei Polynome gibt mit dieser Eigenschaft. Nehmen wir mal an, sind P1 und P2 zwei Polynome vom Grad kleiner gleich n mit der Eigenschaft, dass P von x i gleich y i ist für i gleich 0 bis n. Okay, dann definiere ich mir mal das Polynom P als P1 minus P2. Erstmal ist natürlich klar, dass P ist dann auch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Okay, es gilt für jedes k, P von xk ist P1 von xk minus P2 von xk. Naja, P1 und P2 sollen Lösungen des Interpolationsproblems sein. Das heißt, da kommt jedes Mal yk raus hier vorne. Okay, das ist also yk minus yk oder das heißt, P von xk ist 0 für k gleich 0 bis n. Okay, das heißt also, wir haben jetzt ein P in Pn, das heißt ein Polynom vom Grad kleiner gleich n. Und das hat die Nullstellen x0 bis xn, also insgesamt n plus 1 Nullstellen. Ja, wunderbar. Da sagt uns der Fundamentalsatz der Algebra, dieses Polynom ist 0. Okay, aber wenn p gleich 0 ist, bedeutet das sofort, dass p1 gleich p2 ist. Und das heißt tatsächlich, die Lösungen der Interpolationsaufgabe sind eindeutig. Ganz kurze Anmerkung noch. Entweder 1 oder 2 hätten wir uns natürlich tatsächlich schenken können, denn wenn wir hier oben die Existenz gezeigt haben, heißt das natürlich, diese Matrix hier vorne, die wir hier haben, die ist surjektiv und wenn das eine quadratische Matrix ist, ist sie gleichzeitig auch injektiv und damit ist sie schon automatisch zu diesem Zeitpunkt invertierbar und das Interpolationspolynom Problem ist eindeutig lösbar, beziehungsweise das Interpolationspolynom ist eindeutig bestimmt.